Mit deinem Anblick gereizt schlägt die stämmige Kriegerin ihren Schild gegen den Boden und bringt die Steine unter deinen Füßen zum Beben. Die Gewuse in meinem Turm macht dich bereit, zerquetscht zu werden, gewürmtes Eotas. Warte, hör mich erst an. Sie hält inne und die roten Zeichen auf ihrer Haut flackern, als sie dich grimmig mustert. Nay, I will not risk the spread of the defiler's filth during this time of crisis. Nein, ich werde nicht riskieren, dass der Schmutz des Entweihens sich in dieser Zeit der Krise ausbreitet. Sie greift nach ihrem Schwert. May Margaren forever burn your soul in agony. You'll find no mercy in the ever flame. Möge Margaren deine Seele für immer in Agonie brennen lassen. Du wirst keine Gnade in der ewigen Flamme. Okay, was wir noch versuchen können, ist uns erstmal den Hort angucken. Die haben nämlich da diese Priesterin da erwähnt, auf die sie warten. Und es könnte sein, dass die in diesem Hort steckt. Wenn sie da drin steckt, könnten wir die vielleicht dazu bringen, dass er sie die Rest dazu bringt, uns nicht zu essen. Und ja, ich weiß, die Ratten wollen uns nicht essen, sie wollen uns nur ab. Besag mir, dass wir uns nicht mit allen von denen gleichzeitig anlegen. Oder besser, dass wir uns gar nicht mit denen anlegen. Ja, das wollte ich nur kurz wiederholen. Dass sie auf die Brentis warten. Das heißt, jetzt schleichen wir uns wieder raus. Gucken wir uns den Hort an. Und wenn das nichts bringt, dann ja, müssen wir halt kämpfen. Gegen sehr, sehr viele Feuerriesen. Ja, hier ist es eigentlich safe. Einfach durchzulatschen. Ja, und Feinde. Magmaschleim und Flammenfäule. Ja. So help me gone, I'll whoop the next one of you who takes aim at me. Yes, yes. At once. Aye. Ihr scheint zum Glück Fernkämpfer zu sein, die Schleim-Matten. How may I help? Schleimteile. Ach, tägliche Löhne werden abgezogen. Okay, ein Nachtrag von erwartetem Feuer. Der Ort hier fällt bestimmt gleich in sich zusammen. Meinst du nicht, dass wir uns beeilen sollten, Wächter? Gewaltige Erdstöße erschüttern das Fundament des Rachens. Der Vulkan wird immer aktiver. Mhm. Wenn ein Schiff so schwankt, ist es höchste Zeit, von Bord zu gehen. Dieser
Feels like hell in the stories Uncle Angbert used to tell me to make me behave as a child. Ja, seht, der meint dieser Geruch. Hoffe mal, dass der Koch hier nur sein Fleisch anbrennen lässt. Dieser Ort riecht und fühlt sich wie die Hölle aus Onkel Angberts Geschichten an, die er mir immer erzählte, damit ich mich als Kind benehme. Ein Hauch Sehnessenz wappert wie Rauch von einem Leichnam empor, der von heftigen Klauenabdrücken entstellt ist. Seltsamerweise sammelt sich kein Blut unter dem Körper. Die Wunden wurden ausgebrannt. Nach der Seele greifen. Die Essenz ist warm, wenn man sie anfasst und schwebt langsam zwischen deinen Fingern hindurch. Dann taumelst du in das fiebrige Gefühl einer Seelenlesung hinein. Du bist ein berühmter Recke, ein Riese unter Riesen, deine Brust vor Stolz geschwellt und jetzt etwas Dunkleres, eine seltsame Furcht. Es flackert in dir wie die Feuer einer erwachenden Schmiede, weil du weißt, auch du wirst bei dem Feuer gehärtet werden, als du auf den fernen Gott hinabstarrst, auf den Entweihenden, den deine Brüder und Schwestern versuchten aufzuhalten und den Versuch mit dem Leben bezahlten und der sich nun am Adraturm mästet und Pläne gegen Makran schmiedet. Blut und Schweiß tropft von den eisernen Ketten, an denen die Brücke unter deinen Füßen aufgehängt ist. Schluchzen. Unter dir erstreckt sich der Rachen, von dem Eindringling heftig mitgenommen. Die zerklüftete Festung wird ihrem Namen gerechter denn je. Er hat sich einen Pfad zum Turm gebahnt und konnte nicht aufgehalten werden. Er hat ihn von so vielen von euch reichlich getrunken. Okay, gruselig. Die Brentis beobachtet alles neben dir. Sie ist kämpferisch und wird wissen, was zu tun ist. Sie kann Makran in den Flammen hören. Ohne weiteres Zögern drängt sie dich eilig in die Drachenhöhle. Sie wird die Bestie rufen und sie wird mit dir in den Angriff ziehen. Im Inneren ist die Höhle dunkel und fiebrig heiß. Die Brentis stürmt vor dir voraus, trotz deiner gerufenen Warnung. Etwas stimmt nicht. Die Hitze rollt gegen deine Haut, ein Wispern des Todes, eher gefährlich denn beruhigend. Der entweihende Gott hat den Drachen gereizt. Die Brentis hat ihren Reif hoch erhoben, als wolle sie den Drachen damit beim Kragen packen. Das Licht des Reifs bringt in der Dunkelheit ihren Helm zum Leuchten. Sie ruft mit donnernder Stimme, die Zeit ist gekommen, Yada, unterwerfe dich mal Makrans Willen. Und die Wände erzittern von einem plötzlichen Erdbeben, nein, vom Lachen der Bestie. Ein Schatten erhebt sich zu deiner Linken, dann durchbohren siedende heiße Klauen deine Haut. Ruhe dich jetzt aus, Krieger, deine Seele ist sicher bei mir. Xotin neigt ihren Kopf, als sie ihre Laterne von Kopf bis Fuß und wieder zurück über den Leichnam zieht. Als sie die durchlöcherte Brust des Ratun erreicht, erhebt sich seine Seele aus dem Körper und schwebt in Richtung der Laterne. Mit einem Schauder lässt sie sich in den Kupferkäfig nieder. Arno faltet seine Hände zu einem Dach und lächelt. Ja, die Ratun bereiten einen Angriff. Ein Drache hat die Brentis der Ratun angegriffen und getötet. Ja. Der Drache müsste noch hier hausen, hä? Feuerstein und Zunder an so einem Ort? Da kommt wohl der Drache. If that ain't a creature born of my nightmares, I don't know what is. Wenn diese Kreatur nicht immer aus meinen Albträumen stammt, dann weiß ich auch nicht, was sie ist. Ich muss da an erster Stelle gerade an Metroid denken. An Whitley. Eine Kreatur aus Rauch und Schuppen, Glut und Krallen zeichnet sich bedrohlich aus der Dunkelheit ab. Ihr Rücken und ihre Rippen glimmen hell, so rot wie das Feuer, das gegen ihre Füße schwappt. Sie zischt. Das Geräusch klingt wie Felsen, die in ihrer Kehle aneinander reiben. Und obwohl ihre zurückgezogenen Lippen kein Wort artikulieren, verstehst du sie. Who comes now to stoke the flames of chaos further? Jada Verlass, die Uralte. Und wer tritt nun vor mich, um die Flammen des Chaos noch weiter zu schüren? Have I not yet feasted enough? I suppose I can make room for another. Habe ich nicht bereits genug geschlemmt? Naja, Nachtisch geht immer. No, no. That can't be healthy. Na, das kann doch gar nicht gesund sein. Was einem Kanalisations... Ja, wir hatten schon einen Himmelsdrachen,
Wir hatten einen Adra-Drachen, wir hatten einen Wasserdrachen und jetzt haben wir einen Lava-Drachen. Ach ja, und wir hatten einen Gammeldrachen. Mir ist gerade klar geworden, wie viel Glück wir eigentlich haben, noch nie einem Kanalisationsdrachen über den Weg gelaufen zu sein. Don't let this be fooling you, lass. Ain't nothing but fur and bones. Lass dich davon mal nicht täuschen, Mädchen. Nichts außer Pelz und Knochen. Selbst als Seraphin zurückweicht, klopft er sich auf den Bauch. Aus dem duckschickigen Hals des Drachen ertönt ein trockenes Lachen. Ja. Die Ratun haben dich gerufen und dafür hast du sie angegriffen? Warte, ich habe keine Absicht, mit dir zu kämpfen. Greif mich an, Biest, und das wird das letzte gewesen sein, das du jemals tatest. Ist das der heilige Reif, den ich da spiele? Ich könnte so einen gerade gut gebrauchen. Komm, lass uns ein Geschäft machen. Zurück zum Rat mit dir, Kreatur. Nehmen wir mal die 1. We struck a deal. Eons ago. I did with a wily Brenthis. It's true, these Rathun fed me exquisitely for so long. Wir haben eine Abmachung getroffen vor Ionen. Das tat ich mir in einer gerissenen Brenthis. Es stimmt schon, diese Rathun haben mich lange Zeit exquisit gefüttert. They sought my wings like a firestorm to battle. My fangs like hot spears to pierce a god. Doch heute ersuchten sie meine Schwingen als Feuersturm für einen Kampf, meine Zähne als Speere, um einen Gott zu durchbohren. I am the heart of the fire. I cannot be controlled. Not by a giant's weak will and not by a sputtering trinket. Ich bin das Herz des Feuers, ich kann nicht kontrolliert werden. Nicht durch den schwächlichen Willen eines Riesen und nicht durch ein sprudelndes Schmuckstück. Was für eine Art Abmacher hast du mit ihnen getroffen? Große Kreatur des Schlundes, bist du denn nicht im Mindesten neugierig, welches Anliegen mich zu dir geführt hat? Die Ratum verstanden ist nicht, deine Großartigkeit zu wirken, aber ich biete dir meine Dienste demütig an, oh Großartigkeit. Du bist aber echt eingebildet, du. Zurück zum Rat mit dir. Nehmen wir die 1. Die Bestie raspelt ein lautes, hinterlistiges Lachen. The Rathun would pay their tributes of flesh and blood, fire and gold. And I, when called upon, would fight fiercely at their side. Die Rathun verpflichteten sich, Tribute in Form von Fleisch und Blut sowie Feuer und Gold zu entrichten. Und ich verpflichtete mich, so ich denn gerufen würde, und erbitterlich an ihrer Seite zu kämpfen. That arrogant priestess thought to ride me, the magma that fires the mountain. She sought to command me. So I consumed. Diese arrogante Priesterin hat gedacht, sie könne mich reiten, mich das Magma, das den Berg befeuert. Sie hat versucht, mich zu befehligen. Also habe ich sie verschlungen. The Rathun forged their deal when I was but a hatchling. Now no one controls me. And I would never fight a god for fools. Die Rathun haben ihre Vereinbarung geschmiedet, als ich erst ein Schlüpfling war. Jetzt kontrolliert mich keiner mehr. Und ich würde niemals für Dummköpfe gegen einen Gott kämpfen. That's awfully cold-blooded for a creature made of fire. Das ist aber ganz schön kaltblütig für ein Geschöpf aus Feuer. Der Drache schnaubt Rauch aus seiner Schnauze. You are a creature most amusing. Perhaps I shall yet allow you to live. Du bist eine höchst amüsante Kreatur. Vielleicht lasse ich dich doch am Leben. Nehmen wir mal die 3. Magram würde alles tun, um Eotas aufzuhalten. Wenn sie diesen Vulkan ausbrechen lässt, wirst du mit ihm zerstört werden. Soll ich etwa den jämmerlichen Worten eines Eindringlings Glauben schenken? Even were it so, the fire feeds me. It can cause me no harm. Selbst wenn es so wäre, das Feuer nährt mich, es kann mir keinen Schaden zufügen. Glaub mir, Drache, ich würde bei einer solch folgenschweren Angelegenheit nicht lügen. Stures Geschöpf, deine Starkköpfigkeit wird noch einmal dein Tod sein. Erlaube meiner, dich am Leben zu lassen. Du hast schon zu lange gelebt, um jetzt noch den Tod zu riskieren. Fliege in Sicherheit und komm zurück, wenn die Götter ihren Krach beigelegt haben.
Die Hände eben schon, gut, dann eben nicht. Nehmen wir mal die 1. Perhaps you speak the truth, and such may come to pass.